Hey Leute und willkommen zu einem neuen Zeichnen-Video von mir. Und ja, wie ihr wisst, habt ihr mich lange nicht mehr aus dieser Position gesehen. Und das letzte Video war ja auch eigentlich nur Face to Kamera und Face zu euch hin. Und ja, deswegen, Gummend, dass ich so wenig zeichne zurzeit. Aber naja, kann ich auch nichts dran ändern. Wie ihr sicherlich hört, bin ich wieder krank. Ja, ich habe keine Ahnung, wieso das eigentlich immer in meinen Videos ist. Wieso jedes Mal in jedem Zeichenvideo. Könnt ihr das mir auch sagen? Warum bin ich jedes Mal krank? Jedes Mal. Als ob das so ein Fluch wäre, auf den Kanal irgendwas zu bringen. Als ob. Das verstehe ich einfach nicht. Aber ist es auch egal. Fangen wir einfach mal an. Ich habe mal auf Twitter eine Umfrage gestartet, über was ich in diesem Video reden soll. Und da habe ich zur Auswahl genommen über den Anime halt. Ich zeichne ja übrigens Uta. Ah, das steht ja im Titel. Da muss ich ja nicht mit betonen. Uta aus Tokyo Ghoul. Hat sich auch jemand gewünscht. Ich muss mal ganz kurz nachgucken, wer das war. Wartet, das dauert nicht lange. Ich muss einfach unter mein neues Video gehen. Und es war der liebe, Clara Seo Weber. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. So, ich habe immer falsche Aussprache und sowas. Tut mir leid. Hat sich das gewünscht mit Uta. Und es ist auf jeden Fall. Ja, ich bin ein bisschen zufrieden mit der Zeichnung. Zwar nicht so zufrieden, weil ich an einigen Stellen etwas dunkel angemalt habe, aber ich versuche immer mal wieder ein bisschen den neuen Stil zu trainieren. Wie zum Beispiel Haare mal ein bisschen zu glänzen zu bringen, also Glanzstellen mit reinzubringen. Oder auch einfach Glanzspiegelung in der Haut oder sowas reinzubringen. In der Kamera sieht es auf jeden Fall mal ein bisschen besser aus als in Wirklichkeit. Und die zweite Ausgabe. Und das zweite Teil, wo man sich abstimmen konnte, ist, dass ich über Planungen rede, was ich plane für nächstes Jahr. Und nächstes Jahr ist es so, dass ich es so plane, Adventskalender mache ich so oder so. Das lohnt sich mega, wenn ihr mal auf meinen Anime-Kanal vorbeischaut, denn am 23. gibt es dort ein mega Gewinnspiel. Da gibt es sogar Sachen für Zeichnen. Jetzt habe ich gute Überleitung übrigens. Ich weiß, ich bin mal wieder ein guter Überleiter. Und ja, ich werde nächstes Jahr wahrscheinlich einen Kalender zeichnen, also Kalenderzeichnungen machen, also 12 Stück im Monat, also alle 12 Monate, jeden Monat eine Zeichnung mindestens auf den Kanal raushauen, also dass ihr mindestens ein Video im Monat habt. Und ja, falls ihr Drawing Like a Cell oder sowas kennt, der hat das ja auch schon mal gemacht, aber das hat er wahrscheinlich nicht veröffentlicht. Und ich möchte das veröffentlichen. Ich versuche, einen coolen Kalender zu zeichnen mit den Charakteren, die ihr wollt, die ich damit drauf mache. Ich werde in der Zwischenzeit noch ein bisschen Anatomie üben und ein bisschen andere Zeichenstile trainieren. Und ja, ich versuche auch nächstes Jahr einen kleinen Manga zu zeichnen. Sei es halt nicht so professionell, denn ich habe ja schon mal einen Manga gezeichnet. Falls ich ihn mal wiederfinden sollte, mache ich ja Ende des Jahres ein extra Video, wo ich all meine Zeichnungen von 2015 vorstelle. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade was rausgeschnitten habe, aber ich musste jetzt gerade niesen. Und ja, ich habe auch jetzt in den Kommentaren gelesen, dass ich das übrigens auch nicht verstehen kann, dass manche Leute meinen Kolorationsstil feiern. Ich habe den einfach mal ausprobiert. Ich fand ihn eigentlich relativ cool. Und ich habe den jetzt eigentlich auch so gelassen. Nur, dass ich einfach immer verbessern. Dass ich das immer versuche zu verbessern. Aber ich weiß immer noch nicht, wieso ich so Kack-Commentaries mache. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das Video heute mal nicht so lang halten möchte. Und das ist auch gut so, denke ich. Für manche Leute ist es erträglicher, wenn es nicht so lange Videos sind wie 30 Minuten oder mehr. Es gibt vielleicht auch jemanden, der meine Stimme gerne mag. Das habe ich auch schon ganz oft auf meinem Anime-Kanal gelesen, dass manche Leute meine Stimme abfeiern, die sei beruhigend und sowas. Und falls ihr das auch so empfindet, dann könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben.
Achso, übrigens, ich hatte mal das Problem, dass Instagram nicht funktioniert hatte. Also der Link, denn ich hätte mich umbenannt und dann hat sich Duolea auch umbenannt, aber das habe ich jetzt wieder alles geändert. Der Link ist in der Videobeschreibung, falls ihr Interesse habt, da auch mal vorbeizuschauen. Aber schaut unbedingt bei Twitter vorbei, um alles mitzubestimmen, falls was ihr auf dem Kanal sehen wollt und auf meinem anderen Kanal. Das ist ja mega, wenn ihr da mitmachen würdet. Dann hat noch jemand sich gewünscht, dass ich Link aus The Zelda oder Ocarina of Time zeichne. Ja. Dazu habe ich auch Bock. Ich habe Zelda noch nie jetzt sage ich zum Zelda. Ich habe Link noch nie gezeichnet und deswegen ist es auch mal was Neues. Ja. Ich bin Schande. Ich habe gerade fast Zelda gesagt zu Link. Wieso? Wieso? Und dann hat sich noch jemand Naruto oder Piccolo gewünscht. Ja, ihr schreibt einfach in die Kommentare die Zeichnungen, die ihr unbedingt haben wollt. In Advent, in den Kalender dann. Und dann, die zeichne ich dann auch. Ja, das soll ja so eine Art Community-Projekt werden. Und je mehr Leute mitmachen, desto besser ist es ja auch. Im späteren Verlauf könnt ihr das sogar gewinnen oder kaufen, falls ihr das wollt. Oder einfach, keine Ahnung. Das wäre einfach nur cool, wenn man das kaufen würde oder sowas. Und der Manga wird dann Exosleeve dabei sein. Ja, wenn man das beides zusammenkauft, ist es natürlich billiger. Aber wenn man das einzeln kauft, ist es teurer. Denke ich mal so. So ein bisschen Rabatt noch dabei zukommen, wenn man beides gleichzeitig kauft. Und ja, falls ich nächstes Jahr auch irgendwann mal die 500 Abonnenten auf meinen Zeichenkanal schaffe, auf meinem Anime-Kanal ist es ja bald soweit. Mir fehlen dann noch 2 Abonnenten. Falls dieses Video rauskommt und ich immer noch nicht die 500 Abonnenten habe, würde ich mich riesig drüber freuen, falls 2 von euch auf meinen Anime-Kanal vorbeischauen. Das ist sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Ansonsten ist es nicht so cool von euch. Ja. Ja, ich mein's ehrlich. Aber egal, keine Lust mehr. Aha. Oh yeah. Der eine hat auch noch gefragt, ob ich nicht mal ein Tutorial machen kann, wie man sich selbst als Anime-Figur zeichnet. Und das finde ich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Bloß ich wüsste nicht, wie ich als Anime-Charakter aussehen würde. Ich habe keinen Plan. Falls ihr das so wollt, dass ich öfters mal so Kommentare kommentiere und das in meinen Zeichenvideos mit einbringe, dann ist es doch auch cool, oder? Dann hat der AMV-Welt noch geschrieben, zeichne doch mal bitte Kuroko aus, wahrscheinlich Kuroko no Basket. Oder? Kuroko, da wird das so geschrieben oder nicht? Egal. Ich denke, als nächstes werde ich, ja, welchen Charakter werde ich denn so als nächstes zeichnen? Was ist denn euer Wunsch? Was könnte ich denn als nächstes zeichnen? Ich glaube, als nächstes zeige ich Kuroko. Kuroko, ja, Kuroko aus Kuroko no Basket. Denn ich habe bis jetzt einmal ihn gezeichnet und das werdet ihr auch am Ende dieses Jahres auch sehen, wie es im Endeffekt geworden ist. Ja, ich weiß jetzt schon, dieses Commentary ist mal wieder kacke, aber besser als die letzten, würde ich mal sagen. Ich habe auch wieder lange keine Übung mehr drin gehabt, ohne Skript zu reden. Das ist mal ein bisschen verwirrend, wenn man mit Skript redet und etc. und sowas. Kommen wir nun mal nochmal zur Zeichnung. Ihr seid jetzt sicherlich beim Video auch schon wieder fast am Ende davon von der Zeichnung. Dann kann ich auch ein bisschen drüber reden. Ich finde, im Nachhinein hat es ein bisschen nachgelassen mit meinen Kolorationen. Zumindest an den Klamotten. Und die Haare finde ich auch nicht so wunderschön geworden. Die Hautkoloration, zumindest im Gesicht, finde ich noch gut. Aber am Hals und so finde ich nicht so nice. Ich weiß, dass ich nicht immer so ganz 1:1 zeichne, denn ja, keine Ahnung. Ich habe übrigens auch gemerkt, ich bringe meinen eigenen Zeichenstil mit rein. Eigentlich wollte ich den nie mit einbringen und eigentlich wollte ich den eigentlich auch
nur in meinen eigenen Zeichnungen reinbringen, also die Zeichnungen, die nicht speziell von einem anderen Mangaka oder generell von einem anderen Zeichner gekommen sind. Eigentlich wollte ich immer den Zeichenstil von den anderen beibehalten, aber mein Zeichenstil hat sich durchgesetzt nach den letzten Monaten und Wochen. Kommentar dafür, falls ihr mein Zeichenstil nicht mögt oder sowas, denn das habe ich auch schon 2 oder 3 Mal gelesen in den Kommentaren. Aber ich hoffe einfach mal, es ist zu verkraften. Ich sage einfach mal, mit den 12 Minuten, die ich jetzt spreche, ohne die Sachen, die ich rausgeschnitten habe. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, ihr lasst ein Like da. Ich hoffe, ihr abonniert mich und meinen anderen Kanal. 2 Abonnenten. Los, bitte helft mir. 2 Abonnenten. Und ja, auf Instagram und auf Facebook könnt ihr alles früher sehen und auf Twitter. Instagram werde ich auch mal das Bild erst hochladen, sobald das Video online ist. Auf Instagram ist auch meine Lieblingsplattform nach Twitter. Aber Facebook benutze ich eigentlich nur, um Zeichnungen hochzuladen. Ja, mir bleibt eigentlich nichts mehr zu sagen, außer haut rein, Leute. Und immer da.